Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier zu Turnipboy, Come Meet Tax Evaction, Rom, Kopf, Gedüs, Rübe, Steuerhinterziehung. Wir drücken auf Weiter, Fragezeichen. Und ich muss gestehen, ich habe das eben schon gedrückt. Wir haben jetzt ein Ticket gekriegt. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ticket. Ja, hier ein Ticket. Fahrkarte für die endlose Linie. Eine geheimnisvolle Zugfahrkarte. Ich frage mich, wo ich sie benutzen kann. Allerdings habe ich vergessen aufzunehmen. Und dann war da noch so eine dreiköpfige Katze. Mal gucken, das werden wir alles noch herausfinden. Wir gehen jetzt hier nach links erstmal, weil hier oben war doch auch diese drei Dinger. Hier nämlich. So. Station Sonnenuntergang. Hallo kleine Rübe. Anni! Ist es nicht seltsam, dass die Tageszeit hier anders ist? Findest du? Moment mal, sollte hier nicht eigentlich der Friedhof sein? Ja, stimmt, wenn man ja nach Norden geht, kommt der Friedhof. Wenn ich jetzt nach Westen, Norden und Osten gehen, müsste hier eigentlich Friedhof sein. Hast du recht. Meine einzige Spur sind ein paar Dokumente, die ich vorhin gefunden habe. Darauf heißt es, keine Ahnung, warum das da ist. Vielleicht irgendwas mit Dimensionen und Portalen. Lol, Yukon. Hä? Wer ist Yukon? Ich frag mich, was das zu bedeuten hat. Naja. Hey. Oh, Montys Laden. Hey, was geht ab? Monty! Oh, Scope. Kleine Rübe, bist du schon mit der endlosen Linie gefahren? Mm-mm. Mach das und komm dann zu mir zurück. Na gut. Was ist das? Täglich. Global. Du. Freunde. Global. Mhm. Weil es keiner spielt. Hohoho. Bada bada baba. Aha. Ist ja was, Geheimnis. Geheimnisse. Alles einsteigen! Abfahrt von der Station, Sonnenuntergang, Fahrkarte bitte! Ja, bitteschön. Hey, kleine Rübe, wie ich sehe, hast du deine kostenlose Fahrkarte für den Zug von der Station Sonnenuntergang per Post erhalten. Ja, das ist richtig. Diese Station heißt so, weil es hier immer so aussieht, als gehe gerade die Sonne unter. Oh, wirklich? Und jetzt keine Trödelei am Bahnsteig, es ist Zeit zum Einsteigen. Setz deine Stummelfüße in Bewegung. Auf geht's! Ja, Stummelfüße. Grenzlose Linie, okay. Dann lass mal gucken. Ein Schaf. Okay. Oh, oh, da kommt das Schwein schon wieder. Schweinchen, komm her hier. Bam. Wird das jetzt so ein Walk-Gleichspiel? Zack, aber noch ist das ja alles easy hier. Bam, alles weg. Oh nein, das Herz hätten wir gebrauchen können. Das Schwein schon wieder. Aber diesmal ohne Bomben, aber wir haben das ja letztes Mal auch ohne Bomben geschafft. Ja, erstmal halb tot gekloppt das Schwein hier. Schön von hinten. Das mag das Schwein. Wir haben ein Ticket wieder gekriegt. Weiter geht's. Tolle Show. Hä, was meinst du? Ja, wie du sicher schon bemerkt hast, ist dies kein gewöhnlicher Zug, Freundchen. Nee, da war ein Schwein drin. Hast du recht. Es ist an der Zeit, dass du dir dein Mafioso-Blut zunutze machst. Ein Mafioso muss einfallsreich sein und gerissen und charmant. Das bin ich alles, das bin ich, das bin ich. Alles Eigenschaften, über die du nicht verfügst. Doch. Deshalb sind wir hier, um daran zu arbeiten. Ja, aber ich hab das doch. Hier sind einige exklusive Schmuckstücke für den Zug. Wähle weise. Wir könnten darüber entscheiden, wie viel Zeit du in der endlosen Linie verbringst. Viel Glück. Entweder ein Feuerzeug, es besteht die Chance, dass Gegner bei einem Treffer in Flammen aufgehen. Ich sag doch jetzt, wird das hier voll zu undermine. Plastikzähne, es besteht die Chance, beim Tod des Gegners geheilt zu werden. Sorgt für Zoom! Okay, wir nehmen auf jeden Fall das mit dem Heilen, denke ich mal, ne? Die Plastikzähne. Oh ne, da war noch einer, der geschnackt hat. Oh Mann, da hat noch einer geschnackt. Bleiben Sie hier.
Oh Mann, den blauen habe ich nicht gesehen. Ob er irgendwas gemacht hätte oder so? Aua. Attacke. Ah. Nicht mehr mir, Freundchen. Aua. Du gesagt, nicht mehr mir. Verfaulte Apfelkatze. Butterbrosch. Miau. Wir müssen, wenn wir sie in der Ecke haben, richtig schön die Taste spammen. Okay, und jetzt weiter. Schön in die Ecke und dann... zwei Tickets schon, zwei Tickets. Diese Plastikzähne, die gab es damals immer in weiß, ne? Tolle Show. Man sagt, dass nur Katzen neun Leben haben, aber das hier gilt nicht unbedingt für die endlose Linie. Was meinst du damit? Guck mal, hier. Oh, kleine Rübe. Was ist los? Du bist verletzt. Hier ein Kuss mit Bärengeschmack. Sollte dich sofort heilen. Erhöht die Reichweite deines Stolperns. Es besteht die Chance, dass Gegner beim Tod explodieren. Dann nehmen wir Feuerzeug. Oh, wir haben uns geheilt. Oh nein, ich muss das Häschen töten. Zum ersten Mal, das Häschen. Zum ersten Mal. Es brennt. Es brennt. Sie brennen. Die pupsen hier überall hin. Es brennt. Es tut mir leid, Häschen. Oh, wir haben uns geheilt. Durch unsere Vampirzähne. Hirsch. Jetzt einfach richtig schön die Taste spammen. Oh nein, Häschen kommen. Aua, es hat mich angespuckt. Es brennt. Es ist tot. Geheilt. Drei Tickets. Vor allem, man kann ja noch den Gottmodus anmachen und noch die Schwierigkeit um drei Stufen verringern, ne? Tolle Show. Genau wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Nur, dass die Scheinwerfer deine leblosen Glubschaugen sind. Ah, findest du sie wirklich so toll? Na dann, auf zum nächsten Waggon. Aber sowas von. Und du heilst mich wieder. Oh, kleine Rübe, du bist verletzt. Sorg für Zoom. Es besteht die Chance, keinen Schaden zu erleiden. Nehmen wir das mit Zoom mal. Oh, jetzt sind wir aber schnell unterwegs. Nun, Freundchen. Was ist los? Du hast die Herausforderungen des Zuges gemeistert und jetzt stehst du dem Zugführer entgegen. Aber ich dachte endlos. Ich bin der Endboss. Oh nein. Oh doch. Oder vielleicht bin ich erst der Anfang. Was meinst du denn jetzt damit schon wieder? Liefern wir eine gute Show ab. Zeig mir, was in dir steckt, kleine Rübe. Zugführer Zwiebel. Ah, es brennt. Aua. Er kommt ja voll mit Nina-Stellen an. Aua. Oh, da kommt er einfach. Huyo. Huyo. Hey, Rübe, kein mitgebrachtes Essen im Zug. Okay. Ich habe keine Lust, diesen fettigen Müll aufzuräumen, also vergiss es. Wollte mich eigentlich heilen. Puh, ausgewichen. Nein, ich bin ohnmächtig geworden. Och, nö. 16 Waggons haben wir geschafft. Nice. Was steht hier? Nix. So. Hey, kleine Rübe, willkommen in meinem Laden. Was ist das für ein Laden?
Hier kannst du Hüte kaufen und mit blauen Fahrkarten Schmuckstücke freischalten. Ist das nicht eine so tolle Maßnahme zur Kundenbindung? Oh, ich kann Dinge freischalten. Hör zu, die KPIs sind im Keller und ich möchte, dass sie wieder steigen. Okay, was haben wir hier? Fast Food. Der offizielle Hut von Wade Sandwich. Für 10 Tickets. Kann 45 Liter fassen. Fahrkarte für die tägliche Herausforderung. Ermöglicht es dir die Teilnahme an der täglichen Herausforderung. Du kannst dich nur einmal am Tag an dir versuchen. Okay, dann nochmal rein da. Okay. Boom. Aua. 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 Oh, da ist das böse Schwein schon wieder. Schweinchen hat Kopfschmerzen nun. Komm her, du Schwein. Oh, du musst immer und immer und immer wieder sterben, du Schwein, du. Immer wieder wirst du sterben müssen. Immer wieder, du Schwein. So, weg mit dir, du Schwein. Du alles Schwein. So, was machst du? Alte Frau Zitrone. Warte, warte. Ist das? Bist du die Frau von Herz Zitrone? Komm her, Liebes. Meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Okay, ich komme. Ah, diese Gießkanne habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Sie war ein Geschenk an meinen Ex-Mann. Oh, ihr seid gar nicht mehr zusammen? Alter Mann, Zitrone war die Liebe meines Lebens. Aber ich hatte es satt, eine Komplizin seines skrupellosen Morden zu sein. Du scheinst den gleichen Weg eingeschlagen zu haben, Söhnchen. Ja, ich muss auch meinen Papa ehren. Damals war ich ein guter Fang. Ein Juwel. Alle Welt hat über mich gesprochen. Aber ich bin ein Freigeist. Ich musste mich davon befreien und die Welt erkunden. Gute Einstellung. Ich habe meinen eigenen Tod vorgetäuscht und bin in diesen Zug gestiegen. Seitdem bin ich hier. Sonst nichts zu sagen. Warte, ist das? Hm? Komm näher. Achso. Erhöht die Reichweite, machen wir keinen Schaden erleiden. Ich glaube, Verteidigung ist besser. Hier schon wieder am rum existieren. Hallo. Oh nein, die Grabbelhand ist da. Oh. Die Grabbelhand. Bam, bam, bam. Die Grabbelhand schon wieder. Krabbeli. Verfaulte Apfelkarte. Aua. Shit. 2 Leben umsonst verballert. Hä? Ich treff nicht. Oh shit. Okay, wir können jetzt auf jeden Fall die täglichen Herausforderungen freischalten. Das ist ja schon mal was. Kannst du mich heilen? Oh, wer bist du denn? Bitte hilf mir. Ich stecke schon seit Tagen in diesem Zug fest. Kannst du aber richtig Deutsch? Der Zug hilft mir an. Fangen wir mal noch nur im Kreis. Im Kreis? Red mal deutlich. Ich will aussteigen. Es macht Zoom. Reichweite des Stolperns. Feuerzeug. Haha, daneben.
Ui. Hast du das gesehen? Er hat da hingemacht. Entschuldigung. Oh nein. Schon wieder drei Bunnies. Aua. Boom. Boom, boom, boom. Ah, shit. Oh, kein Schaden gekriegt. Das Schloss hat getriggert. Habt ihr das gesehen? Über meinen Kopf, das Schloss. Es hat gesagt, kein Damage. Oh, Gott, warten. Hirsch. Grausames Geschöpf. Buff. 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 Hase 1. Daneben. Lipsa. Aua. Voll gegen seinen Arsch gerannt. Jawoll, 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 jawoll. Ja, ja, ja. Warte, ist das? Okay, ist immer die gleiche Tante. Ist auch gut. Dann nehmen wir das Pulverfass. Was soll's. Erstmal müssen wir den hier jetzt schaffen, ne? Stell dich auf die Probe. Aua. Brenne im Feuer meiner Leidenschaft. Hu. Ha. Ha. Aua. Kein Schaden gekriegt. Kein Schaden gekriegt. Aua. Kein Schaden gekriegt. Ich habe auch ein Glück. Ah, shit. Ah, shit. Dann kommt er wieder hier angesüßt und angedüst. Ja. 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 Tolle Show, kleine Rübe. Du bist zwar weder besonders clever noch charmant, aber du hast Mafiosi-Blut in dir. Hui. Weg. Tolle Show, Freundchen. Und jetzt wird es Zeit, dein letztes Schmuckstück auszuwählen. Okay. Was? Du dachtest, du wärst fertig? Ja, vielleicht. Es reicht nicht, diesen Zug einmal zu durchlaufen, um dich auf das vorzubereiten, was danach kommt. Sei es der Kampf gegen Leute wie meinen Bruder oder die Flucht vor dem FA. Was meinst du denn damit schon wieder? Es wird ewig so weitergehen. Och nö. Immer wieder Bösewichte fahren. Och nö. Immer in Bewegung. Ach nö. Immer wieder mir gegenüberstehen. Ach nö. Von Waggon zu Waggon. Ach nö. Denn dies ist die endlose Linie. Von jetzt an wird es nur noch schwerer. Ja, bitte hilf mir. Ja, dann nehmen wir Heil, ne? Nö. Oh, was bist du denn? Hallo, kleine Rübe. Anscheinend befinden wir uns in einem Zug. Und er ist, unendlich? Oh, du Schlaukopf, du. Das kann doch nicht sein, wie auch immer. Hast du schon irgendwelche Elite-Bosse gefunden? Was? Ja, Schweine. Elite-Bosse sind außerordentliche starke Gegner, die mehr Leben haben, größeren Schaden verursachen und über besondere Fähigkeiten verfügen. Ja, Schweine! Da wären zum einen die Agro-Elite-Bosse, die schneller angreifen. Dann gibt es die stahlgepanzerten Elite-Bosse, die viel mehr Leben haben. Und als drittes gibt es die Gift-Elite-Bosse, die dich vergiften, wenn du getroffen wirst. Und zu guter Letzt gibt es noch die Riesen-Elite-Bosse, die, ja, riesig sind. Oh, das sind aber eine Menge Bosse. Ich hoffe, die Informationen helfen dir auf deiner Reise. Okay, tschüss. Okay, er ist riesig, das sehe ich. Und ich glaube, er hat mehr Leben. Er ist explodiert. Puh, zack. Der scheiß Donut hier, zack.
Es explodiert. Huhaha. Aua. Aua. Er ist schnell, ich sehe das schon. Er ist schnell. Und er ist tot. Schnell und tot. Oh nee, da kommen sie schon wieder. Er ist groß. Wir haben uns geheilt. Ja, wir haben uns nochmal geheilt. Die verlieren kein Herz mehr. Oh nein, das Schwein, das Riesenschwein. Alter Falter, du, das Schwein, das brennt. Riesenschnitzel gibt's heute zum Frühstück. Bam, da kann das Schwein noch so riesig sein. Gegen mich einfach keine Chance. Du Schwein, du. Gegen mich einfach gar keine Chance. Du bist eine nervige Tante. Aua. Kein Schaden gekriegt und geheilt. Jo. Jo. Oh. Nervt doch nicht. Okay, das sind die Gift-Leute, ne? Der hat mehr Leben und der war riesig. Aber ne. Aua. Hallo. Ist mal gut. Mann, ein Leben nur noch. Verfaulte Katze. Oh, Katze vergiftet. Jawoll, wieder zwei Tickets. Wenn wir 15 Tickets schaffen, dann können wir tägliche und diesen komischen Hut da holen. So, der blaue jetzt. Timothy! Was? Gordon! Oh nein! Ich will nicht sterben! Bitte nicht! 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 Oh nein! Eine Unendlichkeit geschafft, 12 Waggons. Also eine Unendlich plus 12 Waggons. 68 Gegner. Ja, meine Damen und Herren, das war Bonusfolge Nummer 1 hier von Turnit. Cool, dass es so ein Roach-like Future jetzt hat. Wir werden nächste Folge gehen wir mal in die Katzengedöns. Ich glaube, dafür müssen wir zu diesem Hund. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir hier nochmal hingehen und diese tägliche Aufgabe machen. Also unbedingt wieder einschalten. Wir sehen uns. Haust rein. Tschüss.